Irgendwie nostalgisch, oder Robin? Du meinst so wie früher? Genau, als du mich zurück zu Pokémon gebracht hast mit Sonne und Mond und dann noch mehr Competitive gezeigt hast. Alter, was war das damals? Ja, und wo du Ficker dann einfach gelernt hast, wie man mit Ratschi flincht. Good old times. Also unser Liga-Debüt war auch nice. Season 1 war einfach viel zu wild. Nur als 1-6-0 am ersten Spieltag war hier nicht so. True. Aber wollen wir das dann doch mit einem Knall beenden? In den guten alten Zeiten. Wie in den guten alten Zeiten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TPS Season 2 Video, denke ich mal. Dem letzten TPS Season 2 Video, zumindest dem letzten Spieltag. Willkommen zur Playoff. Willkommen zu Playoff Week 3, aka das scheiß Finale. Ihr habt es letzte Woche hoffentlich mitbekommen, wir sind doch im Finale. Danke an Ordoch. Für diese Unterstützung, dass wir ins Finale kommen durften. Nee, ihr werdet jetzt heute das letzte Mal diese 12 Mons sehen. Ne, Das letzte Mal diese 12 Monster in unserem Team sehen. und es wird auch das letzte Mal sein, dass wir zusammen einen Kampf beschreiten erstmal. Das ist auch der letzte Da, Kampf der da. TPS-Season Ja, der letzte Kampf der 2.0. TPS Season 2. Was geht ab, ey? Type in die Kommentare. Übrigens, maybe sehen das ja ein paar TPL-Teilnehmer. Grüße an alle. Wir sind im Finale, ihr nicht. Nö. Nee, aber wir kommen zu unseren Gegnern. Und wenn nicht mein Endgegner, wenn nicht Robin selber? Robin und Rudi, die Nervensägen, sind auch im Finale. Und ich hab keinen Bock. Wirklich, das ist das. Ah, warum mussten wir gegen die Ja. spielen? Ist es Wir halt. müssen wieder Balance spielen. Balance, Ja. wenn man mal sieht. Es Kein ist Kommen auf ihrem Kader kein verloren. Stall. Halt die Fresse. So, jetzt. Ja, ich kann doch sagen, Balance. Ja, es ist Balance. Es ist gut Balance. Wir haben halt geile Ja. Offensive, geile Defensive. Zum Beispiel mit, das weiße Beispiel, ist halt Mega Scissor. Mega Vino ist raus. Glücklich. Mega Scissor kommt rein. Nicht so glücklich. Naja, Mega Scissor ist vielleicht in unserer Meinung angenehmer. Insgesamt, wir können das handeln. Fun Fact. Sehr viel Angebot. Weavile ist halt immer noch Weavile. Dazu immer noch, wenn ihr wissen wollt, wie wir zum alten Kader oder zu den alten 8 Mons, die sie rein hatten, gedacht haben, könnt ihr gerne den 11. oder 12. Spieltag abchecken gegen die. Auf jeden Fall, wir kommen zu den Neuheiten. Die haben den Reuniclus jetzt drin, gegen Cobalion. Sie haben Scizor drin gegen Venusaur. Beides finde ich eklig. Also Reuniclus ist ein schöner Zusatz für die Defensive. Genauso wie Scizor, aber auch noch bei Scizor für die Offensive. Das Ding heißt Tito Mega, einfach weil Runerigus ist das Ja, Bodengeist-Mon, weißt du ja. Reuniclus meine ich, sorry. Ich meine Zytomega Reuniclus, sorry. Was nur auch neu ist deren Viridium. Sie mussten ja irgendwas von dieser Mythical-Pokémon-Reihe behalten. Also wenn nicht Cobalion, dann halt Viridium, ne? Ja, Ergibt ja weil es Sinn. ist auch schon voll. Das heißt, probably wird das auch Scarf sein, ne? Nee, aber. Ich Und hab das letzte Mon war, glaube ich, Turtonator, ne? Das kam auch neu rein. Die haben sich einen Fire-Type zugelegt. Ja, einen richtig netten Fire-Type, Der den sie kack gar defensiv nicht sind. anti-pick haben. Also wirklich, wenn es einen anti-pick gibt, dann Tornado. Fortunato ist Wirklich. halt. Wir Ja, sie sehen das kommen aber erstmal zu den 6 Pokémon, wo wir uns dachten, die gehören in unser Finale. Die sind die 6 Pokémon, mit denen wir das maybe gewinnen könnten. Und wir fangen an mit unserem Es ist nicht Alpha einfach. Male. Zoroark. Specs. Ja. Full Offense. Specs Modest. Wir brauchen keinen Speed. Wir gehen rein und ficken. Egal in was wir reinkommen. Also zumindest bei 8 von 12 Pokémon circa, egal in was wir reinkommen, wir One-Hitten und können dann einfach raus. Was?
Dann haben wir unsere Pretty Much Ferry. Grüße gehen raus an Rudi für diesen Spitznamen. Wir haben eine kleine Anspielung, auch ein paar Namen. Ne? Wirklich, Rudi, danke nochmal für diese tolle WOCP-Liga, die wir mal zusammen gespielt haben. Dazu hätte ich vielleicht Videos machen können, wie du wolltest, aber nee. egal. War eine schlechte Liga, würde ich damit sagen. Wir haben gewonnen. Und das werden wir heute auch. Aber Pretty Much Ferry, wir spielen ein komisches Pixie, nämlich Red Card. Es ist Red Card. Das Problem, was wir hier wissen, wir können, also, warum wir das so spielen mit dem Invest. Wir können nicht von einem Weaver one-hitted werden, wir können nicht von einem Scissor one-hitted werden. Glaube ich. Wir können, glaube ich, von einem Full Element Scissor one-hitted werden. Eigentlich nicht, aber Iron Head plus Bullet Punch killt halt, aber. Ja, und dafür haben wir halt Fire Blast dabei. Moonlight zum Hochheilen, weil wir halt im Test bemerkt haben, dass so ein Cytomega so ein bisschen nervig werden könnte, wenn wir kein Healing dabei haben. Ne? Stealth Rocks, wir wollen Profi mit dem Pixie sogar leaden. Und der Moonblast für Rewild, weil da Moonblast besser ist und einfach wir einen Step noch haben wollten. Ja, wir können nicht die mittlerweile. Der Electric Tap von uns ist eine Anspielung auf Season 1, Geninja, Robin, unsere Mikrowelle. Nämlich Manectic, welches heute Elektro Fire Type ist. Jetzt wird es das geht um Rotom Heat bei dem Spitznamen. wir spielen nämlich Thunderbolt Road Switch, Flamethrower und Overheat. Flamethrower immer wenn es killt. Overheat, immer wenn es geht. Also, sollte Flamethrower killen, dann Flamethrower. Wenn nicht, dann Overheat. Also, wir müssen halt immer abchecken, welches wir drücken. Weil mit Overheat gehen wir halt auf minus 2. Ja. Aber mit Flamethrower halt nicht. Und es ist halt schwächer, aber wir können halt dann immer ein bisschen rumswitchen. Wir haben, glaube ich, den Start unserer Playoffs mit dabei. Anspielung auf das LC-Team von dir aus Season 1. Du hast zweimal eine LC-Liga mit Scovet gewonnen. Flex, Red Yoshi, Cinderace, Band, es muss böllern heute. Sonst kommen wir nicht vorbei. Weil wir wirklich keine passiven Mons mitnehmen. Wirklich jedes Mon muss irgendetwas haben, um dieses ganze Storm-Knecht einfach wegzubogen. Außer böllern. Scum. Weil Scum ist dafür da, zu tanken und alles physische wegzuchippen AF. Denn Rocky Helmet. Und wisst ihr, was das Tolle an Rocky Helmet ist? Richtig, ein Weavile bringt sich damit selber um. Ja. Deckenlampe ist zurück. Wir haben gedacht, für den letzten Spieltag muss es die Deckenlampe wieder sein. Ne? Einfach, wenn nicht sogar das beste Mon, was wir in der TPS Season 2 hatten. Sorry, aber. Ey. Scam war mal so nice. Scam hat uns einfach jeden Spieltag wieder abgespielt, wenn wir es mitgenommen haben. Wirklich, Scam hat die lustigsten Leute gespielt. The Valley, nehmen wir wieder mit. Tatsächlich, ich hätte nicht erwartet, dass wir es im Finale dabei haben werden. Diesmal mit Eject Pack und Draco als Kombi, um halt Draco als Momentum-Move nutzen zu können einmal, was wir in manchen Matchups gebrauchen könnten. Flamethrower für besonders Scissor, was gut ist. Defog und Toxic, damit wir das gegen Cytomega, falls es Regenerator hat, dabei mit drücken können, theoretisch, ne? Gegen Hippo und vielleicht auch gegen sowas wie Licky Licky. Und Defog, damit wir halt eine Hazard Remove wir dabei haben, weil wir haben auch noch einen Fist-Def-Mon. Ihr seht, kein Spätz-Def, Bionicles soll halt einfach sterben, hoffentlich. Oder gar nicht mitkommen. Ja, oder gar nicht mitkommen, das wäre noch besser. Wir haben Angst vor diesem Bionicles, alles gut. Ja. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Sekunde beim Kampf. Bis dann. Piep. Okay, Leute, wir haben noch eine Kleinigkeit. Last Minute Gain. Da hat übrigens Nickname von Silverlywood geändert in Atommüll. Wir haben Toxic, packen wir jetzt hier raus und holen uns Explosion rein. Dazu haben wir dann noch die vier in Attack gemacht und minus Speed. Weil wir gesehen haben, dass wir damit Reuniclus ein bisschen was machen können. Ihr habt ja gerade gehört, das ist so ein bisschen. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Kampf. Kein Scissor! warte mal, was fehlt noch? Kein Kauf, kein Licky. Es ist Uniqueness dabei, okay. Kein Kauf, kein Licky. Kein Viridium. Ja. Fucking Libalo. Sieht insane aus. Nicht nur Libalo, sondern
ganz kurz. Die haben Apollo dabei. Darf ich kurz was sagen? Ja. Ich sehe mir dieses Team von denen an, ne? Und ich sag, was ich mir denke. Ja. Wo ist deren Zoroark Switch? Ja, weißt du, was noch ist? Die haben keinen Fortunato dabei. Mhm, denen fehlt alles. Denen fehlt alles. Hä? Mach die Musik bei dir aus. Mach die Musik bei dir aus jetzt. Pixie einfach, oder? Nein, also. Oh. Lass mal ganz entspannt gucken, als was wir Zoro abtan. Wir haben unendlich viel Zeit. Selbes Bild, lol. Digga, das ist winnable. Das Game ist winnable, sie haben nicht Full Story mitgemacht. Wieso spielen wir gegen kein einziges Mega in den fucking Playoffs? Was ist das? Bruder! Lass Zoroark als Scum tarnen. Okay. Als Scum liegen. Damit sie, wenn sie in Dings drin sind, in Scarf. Wie heißt denn das Ding? Scarf. Verdammt, wie heißt denn das Ding? Damit sie, wenn sie in Scarf Apollo liegen. Mhm. Damit sie da Thunderbolt drücken. Einfach auf Thunderbolt drücken. Oder auf Thunderbolt. Okay. Okay, also Zoroark als erstes, Scum als letztes, richtig? Zoroark als erstes, Scum als letztes. Ja. Willst du aus oder soll ich? Ja, ich will aus. Mach du. Zoroark. Also, Zoroark. Fun Fact Nummer 1 über die Playoffs der TPS Season 2. Wir haben nicht ein Match gegen Megas gezockt. Okay, ich warte nochmal. Bei Rotom, die drücken wir Dark Pulse bei... Nee, warte mal, gegen Rotom hatten wir doch gesagt, hier. Gegen Rotom haben wir doch auch, könnten wir doch auch Grass Knot drücken, oder nicht, denke ich mal. Nee, Dark Pulse macht mehr Damage und wir haben die Flint Chance. Warte kurz. Wir haben keinen Rotom Switch. Was haben die nicht? Wir haben keinen Rotom Switch. Naja, hä? Was schicken wir in eine Hydro Pump rein? Die schicken einfach irgendwie Silvelli rein oder so, oder? Hä? Also, auf jeden Fall, dass die Snibuna lieben. Werden sie rausgehen. Warte kurz, ganz kurz. Rotom Wash, ja. Ne? Ich will ganz kurz das gucken. Ja. Sagen wir mal Scarf Rotom. Ja, Rotom ja. Stirbt übrigens One Hit von der Explosion. Wenn es keinen HP hat. Ne? Wollte ich nur mal anmerken. Und dann Zoroark. Zoroark, two-hitted mit einem Dark Pulse safe, by the way. Ja. Wenn sie modest sind, one-hitten sie maybe mit einem Hydro. Wenn sie jetzt Rotom sind. Das heißt, mit Zoroark ist halt so nice gerade. Ja, also Zoroark Lead ist nice, finde ich. Mm. Aromatis ist halt das größte Problem, glaube ich, weil das ist, glaube ich, Wish Protect. Ja, das ist Cleric. Warte, wir haben auf Zoroark U-Turn, ne? Ja. Warum hast du U-Turn draufgepackt? Wir hatten doch Sludge Bomb gesagt, du Idiot. In deinem Pokébase war U-Turn? Nein, es war immer Dings drin. Sludge Bomb. Im Finale Lele-Kalk war U-Turn drin. Nein. Egal. Wir brauchen den Sludge Bomb doch aber. Ach, egal. Soll ich jetzt mit Zoroark Lied ja. Und dein Scum getan, richtig? Ja. Dark Pulse. Wie viel nehmen wir von dem Thunderbolt? Zu viel. Warte mal kurz, ich nehme mal kurz. Soll ich mal Specs ausgucken, wie das Specs ist? Specs, Thunder, Specs World Switch auf Zoroark nimmt nicht so viel. Hydro killt mich, wenn sie nicht Wortes sind. Warte kurz, ich muss auf Level 100 stellen. Oh, Specs, Thunderbolt killt.
Wechselzahn holt. Aber dann ist das Ding low, ne? Also Dark Pulse geht nicht, aber wir müssten halt hier eigentlich doch trotzdem Bottom Rush. Wir müssen ja Dark Pulse eigentlich drücken, ja. Sollen wir? Ja. Wir riskieren gerade unser Match, aber egal. Oh, wir haben noch. Flinch! Ja! Ja! Rache! 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 Wir haben gewonnen! Digga, Rudi will grad sich so einweinen. Einfach nochmal. Aber warte mal. Nein, wir müssen da auch mal drücken. Die wollen probably einfach. Grüße an Ratsch. Grüße an Ratsch. Stimmt. Ja. Grüße an Ratsch, du Ehrenmann, du hast uns. Also, ja. Vielleicht, wenn ich dieses Epic-Intro gemacht habe, wie ich und Robin es geplant haben, werdet ihr verstehen, was mit Ratschi gemeint ist. wenn ja, ach, die acht, die, ich hab mal mit, aber für dich, DJ, damit du es weißt, ich hab mal mit einem Jirachi achtmal hintereinander sein Dings geflincht. Sein Zygarde mit 50%. Hab ich achtmal hintereinander geflincht. wir müssen hier einfach einmal nochmal Dark Pulse, was will da rein? Ja, Parfum, das will jetzt da rein. Und der wird dann ruhig schon Rotom wieder hoch rein. Das habe ich gerade keinen Bock. Oh, tu. Wollen wir, in was gehen wir dann? Underace. Das ist das einzige Mal, was Parfum ist, wo wenn die jetzt hier, wenn die jetzt hier Hydro drücken, ne? Wir können auch nochmal Dark Pulse drücken. Ja, aber dann drücken sie halt Wish. Dann drücken sie halt Wish. Ja. Ich überleg gerade. Warte kurz, komm. Aromatis, ja. Ne? Übrigens, wir werden niemals mit Cinderace Aromatis one-hitten. Gangshot one-hitted nicht. Ne? Wie viel? 50. Das macht 90 circa dann. Aber wir können halt dann, wenn wir mit Dings drin. Warte, wie viel nehmen wir halt von. Wash tötet uns halt einfach. So, ich überleg gerade. Irgendein Mon, was trotzdem das Ding two-hittet. Warte. Also, wir können jetzt in 50. Wait. Aber das Ding ist, wenn das Ding drin ist, können wir halt herausfinden, ob es halt, was es ist, ne? Die sind halt auf ihren Move gelockt trotzdem, wenn sie jetzt hier Choice sind. Ne? Und wir waren schneller, bedeutet, sie sind wenn Specs. Richtig. Ja. Das heißt, Wash, Rotom Wash, tatsächlich hier Specs, ne? Weißt du was, kein Schaden kassiert. Ja. Warte, wir sind voll HP. Das war eine Max Roll von uns fast. Die können. Ja, das. Die sind probably full HP. Nee, die müssen nicht mal full HP sein. Die müssen nicht mal full HP sein, glaube ich. Zoroark. Wait, die haben auf jeden Fall HP Invest. Ja, das sag ich. Ja, die sind, glaube ich, Full HP. Wir haben einen Explorer bekommen. Full HP okay, Mod. Maybe Full HP Modest Specs. Aber das killt halt einen Cinerace, ne? Ja. Das killt halt einen Cinerace safe. So, ich würde hier, ich würd hier einfach safe Dark Pulse gehen, glaube ich. Ja, ich habe gedrückt. Ja, okay. Verdammt. Egal, es macht 21%. So, und weißt du, was wir jetzt machen? Zeigen, welches Set das ist. Ne, wir gehen jetzt auf Cinderace. Aber wir können ja erstmal kalken, welches Set das ist. Aromatis. Wish Pass. Wie viel hat's genommen? Es hat 21% genommen. 21? Ja. Das ist Red Staff. Das heißt, auf der Range stirbt es an einem. An unserem tollen Dings. Slush Bomb. Das ist der Junk Shot. Das stirbt an Junk Shot. Auf der Range. Wir können jetzt hier einfach auf Libelo raus, denke ich.
Okay, die sind Spedef, lol, was? Die sind komplett voll okay. Spedef. Geil. Dann lass hier auf Libalo raus. Darfst du diese predicten das? Und double? Warum sollten wir jetzt hier ja, einfach auf Libalo rausgehen? Ne? Gegen das Ding würden wir doch einfach auf Skarm gehen, oder nicht? Wir können auch in Skarm und Staffrocks legen. Na. Soll ich sagen, warum nicht? Wenn jetzt hier Wish drücken, dann würden wir den nächsten Turn Safe Gunshot drücken und killen irgendwas. Wenn die ihn protecten, dann halt nicht, ne? Aber wenn sie nicht protecten, dann uff, ne? Die müssen halt, wenn du verstehst, ne? Wenn sie jetzt hier wischen, wenn sie halt CM drücken, ist es auch vorbei. Also die müssen, wir können hier einfach safe auf Libalo gehen. Wir können hier einfach safe auf Libalo gehen. Und wenn sie rauswechseln, was soll reinkommen? So, Wish, jetzt einfach Gunshot drücken. Und hoffen, dass es... Nein, Gunshot und hoffen, dass es nicht misst. Weil wenn sie jetzt rausgehen, ne? Weil, guck mal. Weil wenn sie jetzt protecten, sie müssen jetzt hier protecten, sonst ist Aromatis down. Wenn sie auf Wash gehen, ist das Ding down. Wir drücken jetzt hier Gunshot. Würde ich sagen. U-Turn killt Full HP Rotom. Safe up der Range. Rotom. Wash. Ja. U-Turn, wie viel Prozent hat das Ding noch? True. Ja, true, wir können U-Turn drücken. Drück U-Turn. Weil wenn sie jetzt in Hippo reingehen, zum Beispiel. Ja, Rotom. Wegen Rotom, U-Turn. Ja, weil danach können wir einfach in Skarm und Rocks legen. Hippo, passt. Schön. Kein Satz schon, kein Rocky Helmet. Okay, die sind Leftovers. Die sind. Was haben wir gesagt? In was gehen wir raus? Zurock. Okay, komm. Zurock. Warte. Mach mal ganz ruhig. Ich will kurz nur kalken, was das für ein Hippo ist. Stimmt. Wie viel Prozent haben wir gemacht? 16. Hippo Dawn, Physical Wall mit U-Turn Cinderace. Die sind. Was war das für ein Hippo? 16% passt zu. Warte. Wie viel haben wir gemacht? 16. Ja, sagen wir mal. Warte. Wenn sie. Ja, das passt zu einem Dings. Das passt zu einem Full Fist, der Fall, da ist Minroll 16,1. Alles gut. Ja, okay. Ja, also wir können jetzt in Zurock einfach rausgehen. Ja, einfach in Zurock. So, und wir können jetzt hier Grass noch drücken. Creep. Ja, weil sie. Jo. Hopp. Grassnot? Ja, müssen wir. Ja, oder Utah. Nee, Grassnot. Ich glaube nicht, dass sie erwarten, dass das Zorak ist. Und sie müssen halt gucken. Ja, aber was wenn sie. Müssen... Ja, aber wenn sie predicted Zorak ist, dann gehen sie jetzt nicht raus. Ja, Sollen wir jetzt Grassnot drücken? Ja, wir gehen drücken Grassnot immer. Ja, weil wir würden nicht in Zurock gehen. Ich glaub auch nicht. Sieht gerade insane aus übrigens. Mhm. Wir haben noch keinen Chip und ihr Rotom ist halt fast tot. Das einzige, was uns jetzt noch Probleme machen würde, wäre Assault West. Aber das könnte auch zu einer 6% Chance killen dann. Das wäre aber dann weird, wenn sie jetzt Southwest wären. Ja, das wäre weird, Champ. Und das ist tot. Yes! Was? Zur Hölle? What the fuck? Here we fucking go! Was? Die können sie einfach nicht rausgegangen. Tschüss. Here we fucking go! Bruder? Wieso sind wir gerade so im Vorteil? Okay, wir müssen ganz ruhig bleiben. Wir dürfen nicht daran denken, dass wir gerade im Vorteil sind. Im leichten 1-Mon. Fast 2-Mon Vorteil. Bitte mega. Okay, was haben wir gesagt? Was machen wir? Ich würde. Cinder? Nein. Doch, Cinder und U-Turn.
Warte, die könnten halt, warte kurz. Ist Tinder ein Switch, wenn die jetzt hier einfach, keine Ahnung, Specs sind? Uniclis kann uns halt jetzt noch komplett hops nehmen, ne? Das weißt du. Psychic macht uns halt, also... Life Orb, der macht uns so viel, ne? Der macht uns so viel. Wir können jetzt auch einfach Sylvelli stacken. Bro, wir könnten jetzt Sylvelli dingsen. Sylvelli rein und dann Explosion drücken. Oder nicht? Ja, weil wenn, dann müssen die Angst vor Fortsetzen haben. Ja. Geh auf Sylvelli. Ja. Psychic kommt. Wir sind schneller, wir drücken Explosion. Oder warte. Oder drücken wir hier Draco. Ich kalk den Damage. Wie viel haben sie gemacht mit Psychic war's, ne? Ja. Psychic. Wie viel haben sie gemacht? 67%. 67. Haben sie Life Orb Damage bekommen? Nein. Nein, aber. Ja, das kann Magic Guard sein, okay. Es kann Magic Guard. Ja, 67 sagst du? Ja. Ja, Bruder. Das ist Specs. Das ist Specs. Wir gehen auf Explosion. Sieh? Ja, weil dann können wir einfach mit Zorak rein. Ja, Zorak und dann clean. Oder Sinrace U-Turn, genau. Ein ab. Durch Explosion. Weil die können jetzt nicht in Alpolo. Ja. Wir können auch Draco drücken. Ich würde Explosion drücken, weil. Warte, was machen die ja eigentlich? Ich weiß es nicht. Die sind Becks, wir können jetzt Zorak. Aber Chip. Aber das könnten die erwarten. Lass Draco drücken. Draco? Ja. Wenn sie drin bleiben, weil dann Eject Pack holt uns raus. Das ist die Idee gerade. Das ist gerade die Idee. Draco, wegen dem Momentum. Ja, warte. Lass mal Stonks machen. Und einfach in die Chat schreiben. Nice Specs, Leute. Nein, bitte nicht. Nein. Keine Trigger, kein Chat. Einfach Draco, bitte. Wir müssen ja aber wissen lassen, dass die Specs sind. Nein. Draco, bitte drück Draco einfach. Vertrau mir. Fuck. Okay, egal. Das Ding ist jetzt drin und wir drücken jetzt hier einfach Explosion. Aber du hast gesagt, das ist Full Speed Death. Kann das nicht killen? Das ist Full Speed Death, ja. Und das kann... Wie viel Leben hat das Ding? 79. Das kann killen. Lass mal Explosion drücken. Komm. Easy. Warte, was wenn sie protecten? Dann sterben wir trotzdem nicht. Doch, aber dann explodieren wir und sie kriegen keinen Damage. Wenn sie jetzt hier wishen, dann protecten sie danach. Sie werden hier wishen, glaube ich. Explosion. Sie werden nicht erwarten, dass wir Explosion dabei haben. Nee, jetzt nicht nachdem wir Draco drücken. Ja. Explosion. Weißt du, wenn die bringen uns nicht mehr in den Kampf. Hippo ist gut. Ja. Es gibt sinnvolle. Ich glaube, das ist Regenerator. Aber ich glaube, das ist Regenerator Reuniclus, ne? Nein, das ist. Ja, stimmt. Kein Core Mind. Das ist übel. Explosion, komm. Ja, das ist echt geil. Hast du gedrückt? Ja. Okay. Bitte kein Protect, das wäre jetzt kacke. Ja. Irgendwie glaube ich, die haben hart gefroht gerade. Okay, der sagen wir so, der Flinch am Anfang war komplett lucky. Ne? Ja. Und der hat so ein bisschen, probably, wenn sie Specs wären, wäre Zorak in dem Zeitpunkt jetzt schon down. Ne, vergiss es nicht. Na, zu 50%. Ja, okay, aber. Wir wissen halt nicht mal, was sie gedrückt haben. Thunderbolt hätte safe gekillt, glaube ich. Wir müssen die dann mal fragen gleich. Ja. Aber hätten wir überlebt, Mädel ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Ja. Also hätten wir die Road überlebt. Vielleicht Junge, Benny, wir holen dir, dass du einen Mon auf Stogo packen darfst.
ist, stirbt nicht. Wir gehen in Zinder und drücken U-Turn. Okay, die Roll ist mies, aber egal. Nein, wir gehen in Manectric und drücken Faxen. Ja, Manectric Vote Switch. Oder nicht? Doch. Ja. Oder gehen wir in Manectric und drücken. Warte kurz. Können wir nicht einfach Thunderbolt drücken? Das auch. Warte kurz, ich guck mal kurz wegen. Manectric gegen Aromatis. Ne? Ja, Full Spectrum. Ja. Das ist jetzt schade, dass es nicht. Ah ne, wenn wir das machen, dann Dingsen. Ne, können wir nicht machen. Wenn sie das machen, dann dann protecten sie einfach und sind und können dann, keine Ahnung, noch einen Wish rausbekommen. Wir gewinnen das Matchup gegen das Ding nicht. Wir müssen ja eigentlich in Cinderace gehen, ne? Und legit, ich denke mal sogar, wir müssen hier Pyro Ball drücken. Oder warte mal, geht das? Wash auf 27%. Ach, Wash. Da. Band. Level 100 einstellen, weil das ist hier. Und dann Full HP. Ja, okay. Kate. Okay, dann. Stinde. Und jetzt Pyro Ball. Einfach Pyro Ball. Ja. Protecten. Pyro Ball. Der hält sich hoch, wir drücken nochmal Pyro Ball. Ja, würde auch killen auf dem, ja, auf der Range. Ja. Wir müssen jetzt irgendwas sterben lassen. Ja. Irgendwas müssen wir jetzt da reinwerfen. Ja, und Alpolus stirbt, Revive stirbt, Reuniclus wird two-gated, Rotom stirbt. Ja. Wir claimen jetzt einen Kill. Ich hoffe, dass Rotom gesteckt wird. Also, lass mich nochmal kurz gucken. Aromatis, ne? Aromatis, ja, also Wish Pass, Full Spats Dev. Oh, wir haben den Wish Pass besiegt. Oh mein Gott, das ist so wichtig. Okay. Wir müssen jetzt halt irgendwas rein. Ja, wie gesagt, Haunter. Ja, Pyro Ball weg. Wenn jetzt Haunter kommt, ist es auf jeden Fall Scarf. Ja, aber Scarf kitten. Wir müssen jetzt eigentlich in Reuniclus. Weil Revive geht ja auch nicht. Reuniclus stirbt aber an einem Pyro Ball. Ein Ei? Bro. Wie viel Leben hat das Ding jetzt? Warum steht da 100? 100. Nee, das Ding haben wir doch angechippt. Okay. Hä? Nein, haben wir nicht. Cool? Ja, außerdem hat das ja Belebekraft. Ja, aber ich dachte, war das nicht auf 30%? Nee, das war Rotom. Ah, okay. Ja, probably gehen sie jetzt in Reuniclus. Und wenn in Reuniclus können wir dann einfach. Können wir da nicht einfach Clef reinschmeißen oder nee? Überlegt gerade, was wir in Reuniclus reinschmeißen können. Das ist jetzt ein Problem. Probably müssen wir jetzt einen Mon stacken. Ich kalk, weil wir sind zwar schneller, aber es kann uns halt. Weil, wie gesagt, Aromatis died, Revive died, Horror died. Was war's nochmal? Die 67% waren auf was nochmal? Auf Silvelli, ne? Ja. Wir hatten Rotom angechippt und Hippo getötet. Mit Psychic. Ja, das ist zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Specs. Also wenn nicht sogar safe. Das ist safe Specs eigentlich. 67 ist viel zu viel für Civelli hier. Wir müssen jetzt überlegen. Bei Reuniclus, ne? Überleg mal bitte. Reuniclus gegen Cinderace, ne? Und warte mal, stimmt. Oh mein Gott. Wenn sie nicht HP sind, dann killt es. Wenn sie nicht HP sind, dann killt Pyro Ball. Maybe haben wir jetzt gewonnen? Ja. Also wenn Reuniclus down ist, wir könnten halt probably einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt jetzt hier, ne, einfach Pyro Ball. Maybe reicht es jetzt hier, wenn wir Pyro Ball spammen. Es ist so dumm. Wir haben halt Reuniclus noch keinen Schaden gemacht. Das heißt, wir wissen noch nicht in West. Außer, es ist Mordes. Das heißt, wir können nur wissen, ob es Full HP. Two hitten wir es halt. Ne? Und das muss halt. Mit Psychic ist es eine Roll. Ne? Das ist eine 50-50. Aber dann kann halt einfach. Ja, okay. Das war klar. Okay, Pyro Ball. Bist du dir sicher? Du willst das Ding sacken hier?
Nein, hast du schon mal den Kai angeguckt? Nein. Modest 252, Special Attack, Psychic 92 bis 108. Ja. Eine 56% Chance. Und du willst die wirklich eingehen? Ja, weil was willst denn du hier reinschicken? Scar? Du kannst hier in dem Fall, ne? Du? Wir können in den Rob. Können wir zu Rock? Das wollte ich gerade sagen. Cinderace stirbt nicht an dem Thunder. Zoroark war schon, aber wenn sie Thunder drücken, können wir danach einfach wieder in Cinderace gehen und dann haben wir gewonnen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Zoroark. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Zoroark. Was haben die für andere Attacks? Was hat Reuniclus? Kannst du mal nach... ich guck kurz nach. Psyshock. Zeig. Nein, das ist ja egal, das ist ja egal. Wir gehen eigentlich hier in Zoroark, oder? Guck mal nach, was Bionicles alles für Attacken hat, bitte. Okay, Bionicles hat. Psychokinese, es hat physische Attacken. Es hat. Donner. Spukball. Energieball. Spukball. So, Shadow Ball. Shadow Ball geht nicht Zoroark. Shadow Ball geht nicht Cinderace. Fokus. Fokus Blast, ne? Ja. Fokus Blast wäre. Fokus Blast geht nicht Cinderace. Fokus Blast geht nicht Cinderace. Fokus Blast geht auf jeden Fall. Dann lass doch jetzt. Pyroball. Nein, Zoroark. Weil, wenn sie jetzt. Egal was sie machen. Sie, entweder kennen sie Zoroark nicht oder Cinderace. Wenn sie den falschen Move drücken, können wir einfach in das andere Mon gehen. Wir können hier einfach in Zoroark. Komm, bitte. Vertrau mir. Okay, Szenario. Sie killen Zoroark mit Focus Blast. Wir gehen wieder in Cinderace. Ja. So. Dann sind sie auf Focus Blast. Ja. Deswegen, lass uns einfach bitte auf Zoroark, meine ich. Nein, Zoroark, bitte. Ja, aber Digga. Die können nur Psychic drücken, was sollen sie machen? Also. Die können nicht einfach droppen, dass wir jetzt doch kein Speck sind. Ja, aber. Jetzt ist die Sache. Was ist. Sie töten Zoroark und Cinderace ist auf 6%. Dann killt uns Weavile. Wenn sie jetzt hier Psychic drücken, ist das Ding tot. Und Weavile killt uns dann einfach mit Cinderace. Ja, aber du könntest doch einfach Focus Blast drücken und einfach einen Mon killen. Wenn sie Focus überhaupt dabei haben, ich sag, die drücken hier Psychic, bitte. Also ich bin mir zu... Ey, die wollen das Ding... Die denken sich... Oh, weiß doch auch nicht. Wir gehen ins Garm. Songs. Garmstick. Was ist mit Pixie? Wie viel nimmt Pixie? Pixie nimmt halt. Pixie nimmt halt von allem, ne? Von Thunders. Sie nimmt. Es nimmt halt von Thunder und Psychic. Viel, ne? Aber warte, ich hab eine Idee. Lass doch in Pixie, ne. Rocks liegen, Pixie. Ja. Und danach ja, weiter. Ja, machen wir so. So? Oder anschiffen zum Beispiel. Ja, ja. Machen wir. Pixie. Ich sag aber, sie drücken aber hier, aber ich bin mir sicher, die drücken hier Psychic. Wenn nicht, dann, oh. Okay. Dann gehen wir in Zoroark. Dann Pixie ist hier der Safe Play. Vertrau mir. Pixie. Okay, warte mal. Lass mal das Game durchkalkulieren. Wir drücken Obwohl, Pixie. Sie könnten jetzt hier halt auch auf Omromatis rausgehen, ne? Und deswegen will ich halt Zoroark eigentlich gehen. Oder. Warte, wenn sie jetzt hier auf Aromatis rausgehen, ne? Darf ich mal ganz kurz gucken? Ich bin für Pyroball. Ich bin literally für Pyroball. Komm, wir probieren es für Pyroball. Okay, das ist HP. Oh! Energy Ball? Wofür war der Energy Ball? Oder wir drücken nochmal Pyroball. Ja, klar. Wieso willst du jetzt irgendwas stecken? Das stimmt. Irgendwas ist jetzt dead. Was? Energy Ball war halt nicht der Play. Warte, würde Energy Ball so okay? Wieso Energy Ball? Würde also Psychic oder Fokus Blast hätte Energy Ball wäre sogar eine Roll, um Zoroark zu killen. Was wäre. Was hat von uns eine Pflanzenschwäche?
gar nicht. Was haben die für Lipomentas? Die Lipomentas gesehen haben. Aber hä? Warum drückt man hier Energy Ball und nicht Psychic einfach dann? So. Ja, sie müssen eigentlich hier Aromatis abwerfen. Ja, denke ich auch. Oder halt Aromatis oder Haunter, denke ich mal. Jedenfalls müssen sie in Rewell reinkommen. Oder ein Haunter, wenn es Scarf ist. Ja, aber Cinderace gewinnt halt gerade gegen 1, 2, 3 Monster. Gegen Haunter und gegen. Übrigens, wenn Haunter Scarf ist, dann können wir einfach in Dings raus, ne? In Pixie. Ja, dann, wenn Haunter Scarf ist, müssen wir uns nur zu Rock behalten. Ja. Weil es muss sich entweder auf Dunkel oder auf Shadow Ball locken. Genau. Also einfach zu Rock behalten, damit sich nicht auf Shadow Ball locken kann. Wir drücken es einfach nochmal. Pyro Ball einfach, ne? Was sollen wir machen? Ja, das habe ich auch schon gedrückt. Das ist halt der Obvious. Die gucken halt gerade, was sie stacken. Vielleicht ist Weaver auf Sash. Du. Aber kann Weaver uns killen? Ja, ne? Hm? Weaver kann uns killen, oder? Ja. Die wissen aber jetzt, dass wir Dings sind. Die wissen jetzt, dass wir. Das killt und das killt aber auf der Range killt es, ja. Das killt auf der Range mit Knockoff. Geht es ohne. Ja, aber die Frage ist halt, die Frage ist, ob sie den Band haben, ne? Wenn ja, sie Sash haben, wenn sie Sash haben, auf. Okay, ist Second Remix ist, okay. Weaver kommt rein. Wir gehen jetzt hier einfach auf Scam. Warte. Doch, Rocky Helmet. Die drücken jetzt hier Knockoff. Wahrscheinlich. Und dann. Entweder gehen sie jetzt hier auf Knockoff oder auf Triple Axel. Er called Hex. Er will sich auf Triple Axel locken. Ja, dann lass uns trotzdem Scam gehen. Ja, wir müssen Scam gehen. Egal, ist weg. Jetzt double. Nee, warte mal kurz. Der Damage. Damage angucken. Knock off. This is banned. Ja. Soll ich sagen, was das bedeutet? Was? Du Wurst? Warte mal, wie viel haben die gemacht mit dem Knockoff? 38, ne? Das ist tatsächlich banned. Bedeutet, sie können nicht Triple Axel drücken. Bedeutet auch, sie müssen jetzt hier nochmal Knockoff drücken. Oder. Sie gehen hier auf Aromatis. Was ich calle. Sie werden hier auf Aromatis gehen. Wenn Scam drin ist. Darf ich kurz was sagen? Ja. Weaver Band, Knockoff, Kid, kein Aurora. Nee, ich meine kein Zoroark. Dann ist aber der Specs weg, ne? Kacke. Weil der Chip reicht, glaube ich, dass ohne Specs wir trotzdem killen. Und. Ich habe halt gerade Angst, dass dieses Dings durchgeht, dieses Haunter. Haunter, ne? Ja. Einmal roosten? Wir könnten jetzt hier roosten, aber dann kommt halt Aromatis rein. Und dann drückt das Wish. Dann drückt das Wish Protector und dann ist das Ding voll. Ja, aber das Ding macht ja nichts. Wir drücken einfach Whirlwind. Nein, das bringt doch nichts. Dann kommt wieder das Nibuna rein, dann können sie Triple Axel machen. Ah. Roost, sag ich. Okay, oder wir drücken halt, warte kurz, soll ich mal kurz gucken, wie viel Body Press Aromatis macht? Wenig. Naja, die sind voll Spätzle, ne? Vergiss es nicht. Wie viel Prozent haben die noch? 52, ne? Mhm. Wir killen mit 3. Ja, aber dann rushen sie in dem Plan. Das ist halt Bandit, so. Überleg gerade, ja. Gehen wir jetzt nicht vielleicht hier einfach auf. Clef oder gehen wir hier auf. Wir müssen ja eigentlich auf Cinder gehen, wenn wir rauswischen, dann auf Cinderace. Ja. Aber dann könnten die halt jetzt hier Knockoff drücken nochmal.
Ich finde Ruth safe. Okay, komm, mach. Die gehen nach vorne. Okay. Nice. Okay. Wir können jetzt. So. Jetzt kommt was Witziges, okay? Scarf, oder? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte Scarf sein, auf jeden Fall. Denn was ich jetzt machen möchte, okay? Lass mich machen. Also. Jetzt hör mir zu. Wir können herausfinden, was Haunter ist. Ja. Glaube ich. So. Haunter. Ich kenne Haunter gut genug. Ich glaube, Haunter hat, soweit ich weiß. Kannst du mal nachgucken, ob Haunter einen Fire-Type-Move hat? Ich weiß, der hat Thunderbolt. Aber nein, er hat nur Thunderbolt. Eigentlich. Okay. Dann kann ich dir nämlich jetzt sagen, dass Toy Scarf Thunderbolt Mod ist. Ne? Surprise. Die Scheiße geht nicht. Hauen sie uns auf Sturdy, sind sie Lorb oder Specs? Wenn sie alles andere als Scarf sind, dann gewinnt ihr Manectric eigentlich mit zum Race. Das stimmt. Und deswegen drücken wir jetzt hier Rocks, würde ich sagen. Entweder Rocks oder Roosten wir, aber ich würde Rocks sagen. Oder? Was meinst du? DJ? DJ, relaxt etwas. DJ, bist du vom Fenster weggegangen? Doch. Jetzt. Warte. Jetzt bist du wieder da. Alles gut, ich höre dich. Ich bin für Zoroark. Du bist jetzt in Zoroark switchen. Warum da. Wenn er sich jetzt auf Zoroark switcht, ne? Dann. What the fuck? Wenn die sich jetzt auf Shadowball locken. Ja. Es ist gerade der beste Midrow-Player auf Shadowball. Naja, der beste Player gegen Zoro, der beste Player hier wäre probably einfach Thunderbolt drücken. Wir sind halt noch nicht in der Mega, ne? Wenn die halt Thunderbolt drücken. Und wir sehen, dass die ein Live-Op sind, ne? Ja. Dann können wir. Also ich würde halt sagen, wenn sie halt uns auf Sturdy hauen, ohne Live-Op. Also wenn sie uns auf Sturdy hauen, ohne Live-Op-Damage zu kriegen, dann wissen wir, das sind Dings. Dann wissen wir, die sind Specs. Wenn sie Specs sind. Aber nee, die können gar nicht Specs sein wegen Reuniclus. Die sind Scarf. Die sind hier entweder Scarf oder Live-Op. So, und ich sage in beiden Fällen. Live-Op können sie halt Move switchen. So. Und die sind schneller als. Wenn sie Full Speed sind, sind sie schneller als unser Zoroark. Ne? Ja. Wollen wir auf Manectric gehen, ganz bossy? Was? Du wusstest. Hör mir zu. Wenn ja. Die jetzt Thunderbolt drücken, was dann? Erklär's mir. Wir sind nicht gemegert. Wir kriegen einfach einen Boost. Und wir können mit diesem Boost ein Aromatis 1v1. Ich bin schon, aber das werden sie deshalb nicht eingehen. Ich glaube, sie vergessen die Lightning Rod, maybe. Und zweitens, wenn sie Shadow Ball drücken, können wir danach einfach megern und Thunderbolt drücken und irgendwas stirbt. Die sind doch schneller in der Mega. Man, die sind doch schneller. Wir sind Scarf. Wir wissen nicht, ob sie Scarf sind. Das können wir am Damage herausfinden. Also, du willst Zoroark gehen, richtig? Ich sag Manectric, ja. Aber. Bei Thunderbolt trifft Zoroark halt. Thunderbolt trifft Zoroark halt. Two-Hit. Ne? Ja, aber danach können wir halt immer noch in Manectric raus. Die könnten aber auch Black Sludge sein, ne? Ja, wenn sie Black Sludge sind, killt Cinderace. Warum gehen wir nicht einfach auf Clef? Warum gehen wir nicht einfach auf Clef? Ja, aber ich bin ehrlich, wir könnten hier einfach die Rocks drücken. Was? Mit wem? Oder
mit Darm. Oder halt einfach roosten, um zu sehen, was die sind. Wir leben in Hit Safe. Und wir können herausfinden, ob sie Live-Ops sind. Und dann finden wir heraus, ob sie Live-Ops sind, indem wir im Zoo gehen. Weil was macht Zoo gegen die restlichen zwei Mons? Sag's mir. Mein Gott. Zoo wird von Horn gekillt. Ja, okay, komm, wir gehen in Zoo Rock und wir gehen in Zoo Rock. Mach. Shadow Ball. Siehst du? Live-Op! Wir sind schnell, wir sind langsamer, aber kann Live-Op, kann Dings killen. Shadow Ball dadurch. Warte, die sind Live-Op. Die können ihr Move switchen. Dicker. Electric. Wir müssen nur Puffiness wegkriegen, wir müssen nur Aromatis wegkriegen. Können wir jetzt einfach auf... was ist der Max-Speed von Zoroark nochmal? 3? Warte. Also, 339. Okay. Wir sind auf wie viel? 300. Lass U-Turn. Das Ding ist, wir sind U-Turn. Probably full. Wir sind maybe schneller, ne? Willst U-Turn? Okay. Ja. Ein U-Turn. Nein, wir sind nicht. Die sind schneller. Oder? Auf was Speed? Warte, auf was Speed kriegen die? Ne, die sind schneller. Die wollen auf den Speed High mit Atommüll, oder? Die sind 95er, ne? Ja. Ja. Und die wissen halt nicht, ob wir vielleicht maybe. Genau. Deswegen lass U-Turn drücken, oder? Ja, U-Turn. Ja. Weil wenn nicht, gehen wir hier gleich einfach in Manectic und. Oder können wir hier Dark Hole drücken, um komplett safe zu gehen? Aber was machen. Ja, aber dann kommt halt so ein Aromatis rein, oder. Aromatis kriegt halt von Dark Pulse, ist halt von Dark Pulse auf der Range. Gut. Und Weavile ist auf wie viel. Auf wie viel Prozent ist Weavile nochmal? Auf wie viel Prozent ist Weavile? 84. Wenn wir bitte merken, dass. Wir können Flamethrower drücken. Glaube ich. Lass doch einfach. Was? Ja, Flamethrower killt alles. Wenn sie jetzt. Flamethrower killt Haunter? Ja, Flamethrower killt Haunter. One Hit. Mit Manectric. Ich mach. Nee. Mit Zoroark, mit Zoroark, mit Zoroark. Zoroark, Flamethrower. Zoroark, Flamethrower. Zoroark killt auch Aromatis. Ja. Two Hit mit Flamethrower. Okay, die killen. Okay, passt. Wir können hier Mikrowelle drücken, Bolt Switch. Oder der killt. Mikrowelle, Mega, Bolt Switch auf Haunter. Life Orb. Wir müssen. Ja, wir müssen Bolt Switch drücken. Wir müssen Bolt Switch drücken, das geht. Wir sind Full Speed. Mega, Bolt Switch. Wirklich, warte, killt das? Das zählt. Die Sache ist halt, auf welchen Move sie. 81. Ah, das macht. Das 81,8 bei mir. Wir sind schneller. Ja, bei mir macht es 69 bis 81. Bei mir macht es 81,8 bis 96. Du darfst nicht vergessen. Die sind Full Full Speed, Full Spätz Attack. Und Timid. Full Speed. Jim. Wir gehen mit einem Volt Switch. Drück. Ja. Warte, können wir nicht hier einfach. Volt Switch. Volt Switch, dann Incinerace. Ja. Und dann haben wir gewonnen. Ja. Warte, Mega, Evolution und Volt Switch. Okay. Oh mein Gott, wir sind gerade sehr nah am Sieg. Ja, sind wir. Dass die Live-Ops spielen. Ist gerade göttlich. Was? Darf er mir lieber gewesen, da hätten wir noch einen Hit getankt, maybe. Auf der Mail. Nein, Scarf wäre nicht lieber gewesen, weil dann hätten wir am Ende nochmal verlieren können gegen Haunter Scarf. Aber so. Ich habe halt live. Alles auf, ich habe doch gesagt, wir hätten mit fucking Dings drin bleiben können, mit. Ja, Tschüss.
Es geht. In the race. Aber warte, nee. Wir killen kein Weavile und Weavile killt uns. Lass doch einfach Clef Abel. Du, Clef. Aber wenn dein Aromatis reinkommt, kommt ein Wish. Ja, trotzdem. Weavile ist banned. Der wird von Electric für so oder so gekillt. Jo. Und außerdem, wir müssen einfach nur Rocks legen. Dann können wir immer auf Flamethrower gehen. Und wir können Aromatis einfach anziehen. Jetzt Rocks. Werden Rocks geprotected? Nein. Okay, dann drück einfach Rocks. Wirklich oder hier irgendwas anderes? Wir drücken hier auf jeden Fall Rocks, weil danach drücken wir halt Fire Blast. Jedes Mal. Weil, überleg mal. Aromatis. Doch, hier, wir drücken danach immer Moonblast. Ja. Wir drücken Rocks und dann Moonblast. Jetzt Moonblast. Ja. Weil, wer stolt hier wen aus, Digga? Red Card! Oh nee, wieso hat's jetzt. Und genau jetzt, Digga? Und dazu noch, warum haben wir den Drop bekommen? Warum ist Aromatis schneller eigentlich? Was für ein Speed hat Aromatis bitte? Nein, wir waren doch schneller, Digga. Guck doch in den Chat. Aber weißt du, wie wir jetzt gewinnen? Ja. Wie? Moonblast. Ne. Sacken. Einfach zu sacken. Wir gehen im Electric und gewinnen. Das Aromatis ist auf 28%. Warte kurz. Wir sind auf minus. Wir sind auf minus 1, ne? Das Problem ist halt, was ich gerade sehe. Weavile, die sind banded, ne? Was drücken sie hier? Ja. Die drücken hier Triple Axel. Und Kane. Ja, müssen sie. Ja, Moonblast. Die missen. Er würde uns das ewig vorenthalten. Nochmal Moonblast? Schon, oder? Moonblast? Ja. Kommt zweimal nur. Schade. Manectric? Ja, Manectric. Und jetzt. Wir drücken Manectric, Mega, gegen Aromatis. Wir müssen das drücken, was Aromatis am meisten killt. 28%. Ja, warte, wir drücken hier Volt Switch. Nein, wir drücken kein Volt Switch. Hä? Wir drücken hier Thunderbolt und gewinnen. Thunderbolt geht beides. Thunderbolt. Beides? Ja. Einfach Thunderbolt. Digga, ich realisier's gerade irgendwie nicht. Drück Thunderbolt, Bitch. Bitch, drück Thunderbolt! Halt, warte, Bruder. Bleib mal ganz ruhig. Ich möchte nur kurz kalken. Vielleicht. Ich hab grad dieses Aromatis-Set nur nicht da. Die sind voll. Die sind voll Schwätzdev. Oh mein Gott, ich hätte. Fast einen Fehler gemacht. Wie viel Leben haben die? 28%. Wir machen 29 bis 34. Das heißt, wir killen die. Nehmen wir wirklich? Ja. Wir drücken Thunderbolt. Töten es. Überall ist tot. Und damit gewinnen wir. Nochmal Thunderbolt. GG, well played. Deine Max, die kriegen 6. Warte kurz. 6-0. 6-0 Stonks. 6-0 Stonks. Wow, wir haben 13-0 gegen Fox. Wir haben 6-0 gewonnen. Nerven. Wir haben 6-0 gewonnen. Da waren deine Max. 6-0 gegen Nerven gewonnen. Dicker, wir haben TPL Season 2 gewonnen. Ja! Yeah. Ich höre mich gerade voll hübsch, bevor er an die Deckenlampe gesprungen ist. Bruder, wieso haben wir gewonnen? YouTube, wieso haben wir gewonnen? YouTube, ja! Wir haben einfach gesprungen. Oh mein Gott, ich realisiere es gerade. Wir haben gewonnen. Wir haben die Team-Racing zwar. Dicker, das war ja mal der geilste Abschluss. Alle Mons haben Work gemacht. Alle Mons. Sibeli ist einfach weggeflogen. Skam hat einfach getankt, wie immer.
Cinderace hat weggeböllert. Zu Rock ist der Hacker. Schisch. Oh Gott. Damit war's das mit DPS. Dicker, die werden uns feiern, die werden uns vergöttern, wir kriegen einen eigenen Podest. Warte mal kurz. Wir haben Nerven. Mir fällt gerade was auf. Oh mein Gott. Wenn ich das finde, ne? Wir lassen noch kurz die Aufnahme an. Wir können noch ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Also die Season war echt nice mit dir, Bro. Es hat einfach mega Spaß gemacht, weirde Sets auf Slowbro zu spielen. Also wirklich, mein Lieblingsset diese Season, Witness Policy Trick Room. Wie haben wir gewonnen? Hallo? Ich weiß es nicht. Vor allem, wieso hatten sie nicht Scarf Hunt? Das hätte ihr das Game gewonnen. Oh mein Gott. Digga, was? Was? Hilfe? Hallo? Ich muss ein bisschen hochscrollen. Muss ein paar Monate zurückscrollen. In unserem Teilnehmer-Chat. Oh mein Gott, also. Kleine, wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir lassen Revue in diesem Screen passieren, wo wir unser Team sehen. Was meinst du? Wie gefiel dir das Team? DJ? Und natürlich, TJ muss einmal natürlich abschmieren. Vor allem, ich glaube, die Hex haben nicht gemeldet. So dumm es klingt. Wenn sie kein Specs-Modes Ding war, wir hätten zu Rock in dem Moment halt abgeworfen, wo es Horner drin war. Weil Horner war ja schneller als Rock. Oh, was ist das? Ich will halt gucken. Wo war diese scheiß Abstimmung? Erinnerst du dich noch, wo wir gesagt haben, wer gewinnt Season 2? Ich weiß nicht, wie viele für uns abgestimmt hatten. Wir hatten eine Teilnehmerabstimmung gemacht für alle, die es jetzt gerade hören. Aber. Ja, die wurde doch gepinkt, die Nachricht. Ja, ich weiß nicht, aber wo die gepinkt wurde. Also, ich finde halt keine Pinks gerade. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen. Da. Hab's. So. Meine Damen und Herren, wisst ihr was eigentlich? Die Mehrzahl der TPL hatte recht sogar. Wir hatten die meisten Stimmen am Ende der TPL. Ja. Heilige Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir machen eine schnelle Abmod. Ich weiß nicht, wie das Finale geschnitten wird, aber ich danke euch allen für TPS Season 2. Wir sehen uns, maybe, wenn es eine Season 3 geben wird. Kleine Sache, vielleicht wird ja so ein kleiner Teaser kommen. Irgendwann, die Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens dann wieder, ne? Ich kann schon mal sagen, wahrscheinlich leider nicht zusammen mit TJ, aber wir haben Scorpion Union. Scorpion Union hat den Sieg in der TPL. Oh, das ist halt einfach Hamsutama. Wir beide besprechen uns mal, welches Mon wir dann aufs Logo hauen für die dritte Season. Welche beiden? Wir haben gesagt, wir geben eins Benny ab für den Regelbruch, weil er halt eigentlich rechtmäßig gewonnen hat. Ja. Und. Also vom Spiel ist es, ja. Bis dann. Tschüss. Warte. Das ist. Warte. Wollen wir ein Video machen über TPL Season 2 Revue passieren, damit wir uns ordentlich verabschieden? Oh, mit Ehre und so weiter. Sagen wir es so, wenn es passiert, wenn eins kommt, dann vielleicht nächste Woche Sonntag. Maybe, ne? Ich guck mal, ob ich mit TJ Zeit finde nächste Woche. Wenn nicht, ist das letzte, aber wir gucken, wie wir es machen. Vielleicht machen wir noch eins, wenn nicht TJ Bock haben. Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss.